Okay, also wir sind vor der Rampe mit dem ersten Wuchs und da hinten irgendwo ist der zweite. Das heißt, hier müssen wir vorsichtig sein, gerade mit dem Tor. Okay. Also wir sind alle beisammen, alle haben noch volle AP. Sobald wir jetzt einen Schritt vorwärts machen, werden wir das auslösen. Oh, da fehlt ja nicht einer. Wir müssen ticken weiter hinten. Erstmal nur dahin, bitte. Gut. My blade is yours. With me, my brothers. Extra super vorsichtig, alle jetzt. My blade is yours. Eyes off. Ja, das hätte ich nicht erwartet. What is your will on my way? Mist. What's this? The Emperor's dogs? Das versuchen wir wieder zu ignorieren. Ich sollte auch aufpassen, was die WP angeht. Dass wir die nur benutzen, wenn wir sie wirklich brauchen. Damit wir sie überhaben, später für den anderen Wuchs. Der doch etwas komplizierter ist. Gib mir... das da, bevor wir irgendwas anderes machen. Dann können wir auch gleich den Brazier nutzen. Das verbraucht keine WP und macht einen Schaden. Wer von euch macht das? Warte, du machst das, indem du eh beide triffst und es sollte dann trotzdem auch noch in die Richtung Feuer machen. Ah. Ist hier kaputt. Es war nicht gut. Vielleicht erst den Brazier irgendwie zerschießen? Zwei AP dahin. It will be done. Also vielleicht zieht er dann nicht mehr als Deckung, wenn er zerschossen ist. Und es ist wesentlich weniger Schaden, als ich dachte. Death to the end. Soll ich meinen Ball noch rüsten haben? Blessed are our arms. Standing ready. Ne, jetzt machen wir nur eine. Ja, nee. Dann schieß dem wenigstens die Rüstung weg. Mhm. Ja, kannst nicht ins Feuer gehen, ne? Hier bis da hinten hin. Vielleicht nicht Also komplett keine WP verbrauchen wahrscheinlich auch nicht gut, weil da machen wir zu wenig Schaden oder kriegen zu viel Schaden und das kostet ja auch wieder WP mit dem Heilen. Die Balance zu finden ist allerdings schwierig. Yes, sir. Ich hoffe, das triggert seine Fähigkeit. Ja, tut's. Warte mal, viel zu wenig. Ein AP. Von da aus kannst du auch sehen. Super. Dann du zweimal schießen, bitte. Ich trau dem nicht, dass so viel Schaden kriegt durch Feuer nicht. Nee, weg mit dir. Ja, wir haben noch einen Terminator und wir haben den Schaman oben. Das hat mich gerade 3 WP gekostet. Oder 2? 2. Also für die Heilung. Less than nothing. Brennt. Hat er sich nicht gerade noch gebufft? Oder macht er dieses komische Aufladeding, weil er das macht.
drei Runden. Foul heresy approaches. Okay, viele Nacken. Oh, es sind nur zwei. Zwei ist okay. Die werden wir gleich wieder essen und sie selber hochbuffen. Yes, Commander. Kann man hier noch irgendwo sehen, was das da unten ist? Ich hab mal nach dem Tooltip geguckt, hä? Ich will belohnt werden. Information. Nein? Okay. Also heilen können wir nach dem Kampf, das ist okay. Wir sollten uns allgemein in die Richtung bewegen, damit die nicht nächste Runde schon rankommen und Schaden machen können. Das Ritual oben können wir ignorieren, weil es halt noch zwei Runden sind und man konnte sehen, man kriegt ihn recht schnell down, wenn man erstmal dran ist. Einfach rauf und prügeln. Au. Ach, das ist der Effekt darunter. Gut. Also merke, wenn es unten orange brodelt, kann er einmal kostenlos countern. For the Emperor! Ein Stunschuss wird sie kommen. Yeah! Dass wir critten und dann auswählen können, wir hätten gerne einen Stun, weil der ist fast down. Hat er immer noch den Schädel nicht voll. Ne, können wir finishen. Das ist aber auch okay. See them fall, brothers. Dich finishen. Die Granate hier ist okay, ne? Wobei, wir können die Augen auch mal stehen lassen und gucken, was die Augen denn genau machen. Also wenn wir den killen. Wenn wir ihn nicht killen, das Ritual durchgeht, dann kommen hier extra noch Dämonen durch. Wenn wir ihn aber killen und die Augen stehen lassen, vielleicht können wir dann die Augen reinigen und kriegen dadurch WP. Da ist die Rüstung untergeschossen. Need ammo. Das ist gut. Nicht um ihn zu treffen, sondern damit sie da gleich durchlaufen müssen. Oder halt einen riesen Umweg gehen. Mal schauen, wie gut das Pathfinding ist. Aber wir kämen hier nicht durch, ohne davon getroffen zu werden. Müssen hier hinten rum oder oben rum. Das würde beides länger dauern. Und hier wäre die nächste, ohne die man anzünden könnte. Ein AP. Siehst du ihn von da? Ja, also blaue Linie noch. Ammo depleted. Slay them. Okay, die sind anscheinend dünner als unser Terminator. Ein Nahkampfschaden ist. Okay, der ist doch nur doof. Okay. Auf den hinteren müssen wir aufpassen, weil die machen so schon relativ viel Schaden. Jetzt mit dem Buff wäre das echt unangenehm. Nahkampf deaktiviert für den Fernkampf oder was für ein Medic? Und wir müssen ran. Ja, wir müssen ran. Ist okay. Storm. Und draufhauen. Fall. Der Medic darf nicht. Dann kann der Medic aber. Keiner von euch hat eine Saat, ne? Nö. Dann kann der Medic trotzdem schon mal in die Richtung gehen. Mit noch 2 AP über haben. Und die 2 AP verbrauchen. 1 AP überhaupt. Da, so. Ich mach kurz das Fenster zu.
So, du. Da war eine P, ne? Ja. On my way. Und schießen darfst du ja nicht. Du kannst dich dann selber einmal heilen. Gratitude. Den darfst du jetzt nicht heilen. Wie ist es mit deiner Muni? Hast noch genug Muni für nächstes Mal? Ja, dann schieß einfach, wenn du nicht nahkämpfen darfst. Ich hätte nicht erwartet, dass der noch Muni hatte. Oh, jetzt nicht mehr, okay. Schönen Abstand zu den Dämonen. Das war's dann, ne? Diese Runde? Ja. Der hat Rüstung bekommen. Ja, kannst du nicht gegenheilen, wenn du gleich alle auf dich einprügeln. Wie wo gemacht? Mutation. Jetzt ist es okay. Weil jetzt sind ja kaum Gegner aktiv. Mehr LP. Und mehr LP. Unleash me. Also wir müssen ihn killen. Dafür brauchen wir zwei Schläge. Wer kriegt die AP am besten? Eigentlich der Medic. Damit er heilen kann. Aber er macht nicht genug Schaden. Oh, ich habe das Auge aus Versehen angewählt. Nee, dann musst du weiter weich klopfen. Betäuben. Oh ja, weil der hat schon fast keine Resistenz mehr dagegen. Jetzt. So, Medic. Kannst du inzwischen wieder oder bist du immer noch debufft? Kannst wieder, ne? Den kriegt er jetzt ein AP durch das Killen, weil er es gekillt hat. Ein WP. Und durch das Hinrichten kriegen alle nochmal ein AP obendrauf. Gut, was die Augen jetzt machen, habe ich keine Ahnung. Aber. Tanky McTank hat 4 AP. Ich würde ganz gerne. Also, wir werden es nicht schaffen, alle beide zu killen. Da bin ich mir einigermaßen sicher. Könntest die. 3 WP. Ist einer von durchdrehen lassen. Ich glaube, ich mache lieber ihn hier. Eges Schild. Das braucht einfach nur ein AP und keine WP. Und wir schicken ihn direkt in den Nahkampf. Die anderen machen nur Support. Da kannst du zweimal hauen eventuell. Nur ein AP.
Müsstest du dann nachladen. Lad nach, dann kannst du nächste Runde helfen. Der Medic müsste auch nur noch 1 AP haben. Oh ne. Oh. Achso, er ist nur von hier hingegangen, drauf gegangen. Okay, nee, das ist gut. Dann. Du musst irgendwas töten eigentlich. Der hat immer noch volle Deckung, wenn du von da schießt. Hier! For Titan! Ich bin kaputt. Ja. Ja, okay, wir ballern seine Magazin leer. This one will fall! So, finishen, finishen. Sollte der Medic. Gut, dass es geklappt hat. Hätte ja auch repariert werden können. Ne? 1 AP über mit dem 1 AP. Schieße dem eine Rüstung weg. Nee, 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 mit dem einen. Schütze dich selber, falls der andere doch auf dich geht, nicht auf den Terminator. Weil er nicht gespottet wurde. Und dein einer AB. Macht auch ein ewiges Schild, nur für den Fall, dass er hochgeht zu dir. Ja, mal schauen. Perfekt, perfekt. Ja, Rüstung weggenommen, sonst nichts. Das verseucht jetzt ein bisschen durch, aber das können wir eventuell gleich wegheilen. Schießen. We bring death. Nicht töten, bitte. Ach. I am the Empress Vengeance. Unleash me. Na gut. Dann. Heilen. Du kannst einen heilen, war es das wieder. Alle bräuchten eigentlich Heilung. Oh, du kannst diese Augen prügeln. Taste my fury. Storm. Kann. Genau, anschlagen. Vengeance. Da krittet natürlich. Tod? Nein. Kann ich abbrechen? Das klappt nicht so wie gewollt. Ready. Hat das überhaupt VP bei denen? Hier! Gerade extra noch nachgeladen, oder? What is your will? Okay, 2 WP. Vengeance. Who's next, brothers? Apothecarius. Kann ich den nicht angucken. Ja, auch einmal anschlagen. Wir müssen in der nächsten Runde gucken, ob das mit dem WP geklappt hat. Er hat jetzt. Warum ist er so mächtig? This battle is ended.
Yes, Commander. Ne, nicht gezählt. Also die Augen bringen keine WP. Heil ihn. These wounds will heal. Wir haben jetzt noch ein Schädel. Moving now. Schön zusammenbleiben. Wir gehen noch nicht oben raus, sondern wir gehen an der Seite rum. Wobei oben war gar nicht schlecht, ne? Das Problem war echt nur, dass die Tür aufgegangen ist. Das müssten wir gleich verhindern irgendwie. Oh, weil wir da keine Kontrolle drüber haben. Wenn halt ein ganzer Trupp Kultisten drin ist, die suchen halt Deckung und gehen nach hinten. Yay, neues Portal. Oh Gott. My blade is yours, as you will. Da ist ein Trupp, den wollen wir nicht haben. Du kannst da nicht hoch? Jetzt kannst du hoch, ne? Okay. On the hunt. Das ist ein Rampen, egal. The unfaithful are here. Ready yourselves. Nicht die Tür aufmachen. These heretics will suffer the ultimate punishment. Also 3 WP. Du hast volles Magazin? Ja. Medic zuerst. Medic. Für eine B. Hierhin. Schnapp dir. Hauptsache einen davon erstmal. This is coming with me. Dann die verbrennen. Ist doch alles Nahkämpfer, ne? Die sollten wir kommen lassen. Also wir könnten sie jetzt eventuell relativ schnell töten. Mit dem Flächeneffekt von ihm. Also die hier zumindest. Aber den kriegen wir also kriegt nur EWP. Und ich weiß nicht, ob er für jeden davon einen bekommt oder für den ganzen Burster nur einen. Das wäre ein bisschen schade. Oh, wo kannst du Overwatch nach da unten machen? Nicht wirklich, oder? Eges-Schild. Ticken nach vorne stellen, um Ziel abzugeben. On my way. Also Windschaman, Blitz eventuell. Und du auch runter, Overwatch. Anschießen kannst du ganz viel. Das, okay, das Ding tötet. Ein bisschen reduzieren ist okay, oder? Ja, komm. No, don't give up now. Nicht töten, nur anschießen. Jupp. Siehst du das von da? Okay, die erhöhte Position macht das schon ganz gut.
jetzt hier? Nein, nein. Du auch ein Ege-Schild. Gut. So, lass die kommen. Was nicht echt ein Ritual, oder? Also Terminator sollte jetzt 2 BP bekommen. Die, Abomination! Kannst du zweimal schießen? Und noch weglaufen. Ja, ganz schön wuselig bist du. Also Terminator hat ein... gar kein WP bekommen, ne? Also Overwatch zählt nicht. Eine sehr wichtige Information. Also zählt nicht, um WP zu bekommen. Interceptor. Unleash me! Standing ready! Apothekarius. Schnappt ihr wenigstens das Ding noch? I've pulled a seed from this rot. Ein WP. Face me. Von ihm hier. See them fall, brothers. My blade is yours. Corvin. Glaubt es. Endet nicht so gut. Kannst du im Nahkampf wegschubsen oder schießen? Selbst von da hat er volle Deckung. The fire will be used. Macht nix, macht nix. Ne, komm wieder in Richtung. With me, my brothers. Und er muss in den Terminator heilen. Nein! Who's next, brothers? Kann er mich aber verbrennen. Brauchen die WP und so. What is your will? Können wir den vorher anschießen, ohne dass irgendjemand ihn finisht? Hack den so ein kleines bisschen. What is your will? My blade is yours. Face me. Another battle ends in triumph. Done. Heil. Oh, das macht so wenig bei ihm. Vorbladung können wir uns nicht leisten, nein. With me, my brothers. I must refocus, Commander. Timmy warmen uns für Notfall auf. Alle sind ein bisschen angeditscht. Dafür haben wir jetzt noch den einen Trupp hier plus die Blüte, also den Wuchs. Kriegen gleich auch noch eine Woge dazu. Eventuell wird das ein Portal. Da müssen wir gucken, was wir machen. Onward, brothers. Standing ready. Onward, brothers. Your orders. Und on my way.
gemacht. Minus 1 Max WP. Keiner sollte voll sein, ne? Kane! At your service. Oh, der hat auch einen regulären WP abgezogen. Wenn ich mich gerade nicht vergucke. Yes, come on, ich bin davon ausgegangen, dass wirklich nur die letzte Zahl ein weniger wird. Aber die letzte Zahl und die erste Zahl wird wohl ein weniger. Das war dann nicht gut. Da war ich gerade so sparsam, hab mir alles schön für den Final Fight hier aufbewahrt und dann so Mist. Also die Wogen müssen wir wirklich mehr im Auge behalten. Da gab es auch einen Kommentar zu, dass wir vielleicht in der Forschung dafür sorgen sollten, dass dann pro Zug weniger Wogen kommen. Und ja, definitiv, das wäre wichtig.